Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren CESI Talks. Mein Name ist Matthäus Wandrijewski. Ich bin Vorsitzender der CESI Youth, also der Jugendorganisation der CESI. Und heute ist mit mir Frau Maria Neuhill. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, Frau Neuhill. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Frau Neuhill ist EU-Abgeordnete für die deutschen Sozialdemokraten und gehört somit auch zur Fraktion der S&D auf europäischer Ebene. Und sehr spannend, außerdem sind Sie auch Berichterstatterin des EU-Parlaments zur EU-Gleichstellungsstrategie. Da sind wir gespannt, gleich etwas mehr von zu hören. Einmal kurz zu unserem Projekt CESI, WEEP, We European Parliament. Wir als CESI sind Partner des Europäischen Parlaments und führen gemeinsam dieses Projekt durch. Es geht hier hauptsächlich darum, die Arbeit des Europäischen Parlaments, insgesamt die Arbeit auf europäischer politischer Ebene, unseren Mitgliedern, aber auch den Bürgern Europas nahezubringen und so am Ende tatsächlich auch mehr Aufmerksamkeit für die EU-Wahl 2024, also schon nächstes Jahr, mitzubringen und so mehr Menschen dafür zu begeistern im Endeffekt auch. Aber kommen wir gleich zum Interview, liebe Frau Neuhill. Die Gleichstellung der Geschlechter. Das ist doch ein Thema. Da sind so viele NGOs, wir als Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände. Seit so vielen Jahren sind da viele schon dran an dem Thema. Was ist denn der aktuelle Stand in der EU zur Gleichstellung der Geschlechter? Also ganz prinzipiell muss man sagen, wir sind immer noch weit von Gleichstellung entfernt. Das heißt, es ist noch lange nicht geschafft, denn manche glauben ja, Mensch, das Thema ist ein altes Thema, muss doch eigentlich schon bald durch sein. Nein, ist in keinster Weise durch. Das heißt, dass wir ganz konkret zum Beispiel durch ALGE, das ist die Agentur, die die Gleichstellung in Europa immer wieder misst, ich möchte mal sagen, wie ein Fieberthermometer in Sachen Gleichstellung, ALGE. ALGE hat einen Gleichstellungsindex aufgelegt und dieser Gleichstellungsindex zeigt ganz konkret, wie die einzelnen Mitgliedstaaten in Sachen Gleichstellung stehen. Wer ist schon gleichgestellter als Mitgliedstaat und wer noch nicht? Und da merken wir ganz deutlich, dass es Mitgliedstaaten gibt, die zügig versuchen voranzugehen, aber immer natürlich noch einen weiten Weg haben. Es gibt Mitgliedstaaten, die so ein bisschen auf der Stelle treten. Und es gibt manche Mitgliedstaaten, ich möchte einfach Ungarn und Polen nennen, die am liebsten die Uhr zurückdrehen würden, denen diese Art von Gleichstellung schon zu viel ist. Und diese Unterschiedlichkeit ist natürlich wie ein Flickenteppich innerhalb Europas, das muss man ganz deutlich so sagen. Aber eines ist klar, wir haben uns für gleiche Werte in Europa entschieden. Und wir haben uns dafür entschieden, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Das ist eine klare Ansage. Gleichstellung ist ein europäisches Ziel. Deswegen kann sich keine Regierung wegducken. Die Schrittgeschwindigkeit ist unterschiedlich. Aber alle Regierungen müssen in Richtung Gleichstellung gehen. Ich glaube, das ist eine klare Forderung und wird von der Großteil der Abgeordneten, aber auch der Mitgliedsländer geteilt. Den können wir uns als Gewerkschaften auch nur anschließen. Das fordern wir genauso. Vielen Dank. Und Sie sind ja Berichterstatterin bei der EU-Gleichstellungsstrategie. Können Sie uns da vielleicht ein paar Hintergründe im Rahmen dieser Eigenschaft von Ihnen nennen? Was ist da, um was geht es auch in der EU-Gleichstellungsstrategie? Die EU-Gleichstellungsstrategie wird immer kurz nach der Wahl wieder neu aufgelegt. Das heißt, es ist sowas wie ein Plan für die nächsten 5 Jahre. Nach der Europawahl hat man ja den Kalender noch leer und überlegt sich, was planen wir denn für die nächsten 5 Jahre? Und die EU-Gleichstellungsstrategie soll hier deutlich machen, hey, wir tapsen hier nicht irgendwie rum, sondern wir haben einen klaren Plan, eine Strategie. Und diese Strategie bedeutet auch, wie gesagt, einen klaren Fahrplan einerseits, aber auch eine klare Abfrage immer wieder bei den Mitgliedsländern. Habt ihr das erledigt? Seid ihr dort mitgegangen? Habt ihr das gemacht? Also die Strategie heißt, es ist wie ein Korsett für die nächsten 5 Jahre. Und ich muss sagen, da waren wir wirklich erfolgreich, wirklich sehr, sehr erfolgreich mit der EU-Gleichstellungsstrategie. Denn wir sehen jetzt schon ein Jahr vor der nächsten Europawahl, dass wir tolle Ziele erreicht haben. Zum Beispiel das Thema Frauen in Aufsichtsräten. Europäisch sprechen wir davon Women on Board-Richtlinie. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben uns am Anfang der Legislatur vorgenommen, dass wir die Women on Board-Richtlinie schaffen wollen, dass mehr Frauen verpflichtend in Aufsichtsräte genommen werden müssen. Das haben wir geschafft. Wir haben aber des Weiteren noch einen ganz wichtigen Punkt geschafft, die Lohntransparenz, Pay Transparency, die Lohntransparenzrichtlinie. Das heißt, nein, es ist nicht ausschließlich Ansage des Unternehmens, ob jemand weiß, wer wie viel verdient, sondern es ist ein berechtigtes Interesse der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, voneinander zu wissen, Mensch, der und die macht die gleiche Arbeit, als ich sie mache. Verdient die Person mehr oder weniger? Verdienen wir gleich? Wir machen die gleiche Arbeit. Und die Lohntransparenz-Richtlinie ist deswegen so gelungen. Sie ist erst vor kurzem jetzt wirklich durchgegangen,
Ist deswegen so gelungen, weil sie einerseits Äpfel mit Äpfel vergleicht. Was ist, wenn zwei Menschen in Europa wirklich die gleiche Arbeit machen? Ein Mann und eine Frau, bekommen sie das Gleiche? Aber sie vergleichen auch Äpfel mit Birnen, nämlich was ist, wenn zum Beispiel eine Erzieherin und ein Automechaniker? Das sind unterschiedliche Berufe, aber wir versuchen etwas einzuführen, nämlich wie viel Verantwortung hat diese Person, wie viel Verantwortung diese, wie viel Ausbildung die eine Person, die andere, wie viel vielleicht auch Stress hat die eine, wie viel Lärmbelästigung hat die eine und die andere. Das heißt, die Lohntransparency-Richtlinie vergleicht Äpfel mit Äpfel, aber vergleicht auch Äpfel mit Birnen mit einem einzigen Ziel. Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herzustellen. Denn es kann doch nicht sein, dass wir in einem Europa leben, in dem Frauen für die gleiche Arbeit immer noch weniger Geld bekommen als Männer, weil sie Frauen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und als Drittes möchte ich noch sagen, als Drittes, und das liegt mir ganz besonders am Herzen, als Drittes haben wir geschafft, nachdem so lange die Istanbul-Konvention von einigen Ländern nicht mit unterschrieben wurde, zu sagen, okay, wenn ihr die Istanbul-Konvention nicht freiwillig unterschreibt, dann legen wir eine Richtlinie zum Thema Gewalt gegen Frauen nach. Das heißt, dann kommt ein Gesetz. Wer nicht freiwillig unterschreibt, bekommt noch mal kurz Bedenkzeit und dann kommt ein Gesetz. Und da sind wir gerade mitten dabei. Und ich denke, diese drei Punkte standen in der Strategie für in der Gleichstellungsstrategie ganz vorne an: Gerechtigkeit in den Aufsichtsetagen, Gerechtigkeit bei der Lohntransparenz und Gerechtigkeit oder vor allen Dingen mehr Power, wenn es darum geht, in Sachen Gewalt gegen Frauen. Das haben wir uns vorgenommen und diese drei Punkte haben wir auch erreicht. Das heißt, Strategie heißt für mich, das ist wie wenn man einen Baumstamm durchsägen will. Wir haben vorher festgelegt, wo sägen wir immer, immer, immer weiter und wo hören wir nicht auf, denn das wollen wir erreichen. So wird es hoffentlich nach der nächsten Europawahl wieder eine Gleichstellungsstrategie für die nächsten 5 Jahre geben, mit nächsten Zielen und hoffentlich auch mit nächsten Erfolgen. Klasse, das hört sich ja super. Da können Sie sich ja wirklich schon jetzt auf die Schulter klopfen, was man so erreicht hat in den Jahren, schon sogar bevor quasi das Mandat ja endet. Im Endeffekt noch ein Jahr haben wir ja im Mai nächsten Jahr, das sind ja die Wahlen. Und das sind, wie Sie genannt haben, drei unglaublich wichtige Aspekte, um die Gleichstellung der Frau oder der Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben, tatsächlich. Und natürlich aber auch, um Frauen zu schützen vor Gewalt. Das ist ja auch in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Thema ja geworden, vor Gewalt im Haushalt, zu Corona-Zeiten, zu Pandemie-Zeiten, wo es ja wirklich Probleme gab, wo Frauen tatsächlich auch nicht aus dem eigenen Haushalt ja flüchten konnten. Deswegen, das sind sehr wichtige und sehr positive Entwicklungen. Da kann man wirklich, wirklich froh drüber sein. Wenn wir uns noch mal kurz uns auf den Arbeitsplatz fokussieren würden, Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz. Was meinen Sie, was müsste es dann vielleicht für die nächste EU-Gleichstellungsstrategie, was müsste es dafür Strategien geben, tatsächlich, um die Rolle der Frau am Arbeitsplatz zu stärken noch? Es ist so, dass die Rolle der Frau am Arbeitsplatz scheinbar gleichwertig ist wie die Rolle der Männer. Ich sage mal scheinbar, denn es gibt so eine richtige Delle dann, wenn die Frau Mutter wird. Wenn die Frau Mutter wird, splittet sich etwas auf, das wir vorher schon geglaubt haben, überwunden zu haben. Wir haben gedacht, Mensch, es gibt doch schon Professorinnen und Professoren, es gibt doch schon Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter. Wir haben gedacht, wir sind schon so weit. Und zum Beispiel auch die Quote der Frauen, die einen hohen Bildungsabschluss haben, die einen hohen Studienabschluss haben, eine tolle Berufsausbildung haben. Diese Quoten sind hoch. Da haben wir viel geschafft. Und dann kommt was ganz Eigenartiges. In einer Familie, entweder entscheidet man sich oder es kommt einfach dazu, wird ein Kind geboren und auf einmal splittet sich's wieder auf. Deswegen wäre für mich das Hauptinteresse wäre dieses System Equal Earner, Equal Carer. Das heißt, die Geschlechter sollen gleich beteiligt sein an der Erwerbsarbeit außer Haus und sie sollen gleichmäßig beteiligt sein an der Betreuungsarbeit im Haus. Und zur Betreuungsarbeit gehört halt einiges. Da gehören die Kinder, da gehören die Senioren und da gehört auch der Hund. Also das muss man auch mal sagen, dass es oftmals auch noch eine Betreuungsarbeit gibt, die einfach im Haus mit ansteht und natürlich auch der Haushalt selber. Das bedeutet, wir werden in Sachen Gleichstellung im Beruf nicht weiterkommen, wenn wir es nicht schaffen, dass die Männer die Hälfte der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen. Und bei der Care-Arbeit spreche ich immer von Care mit C geschrieben und Care mit K geschrieben, nämlich den Hof kehren und die Küche kehren. Also das gehört auch dazu, die Care-Arbeit und die Care-Arbeit. Wie soll es funktionieren, dass Frauen
wenn es um Beförderungen geht, hier schreien, wenn sie wissen, dass sie zu Hause verantwortlich sind, das Kind in den Kindergarten zu bringen, die Oma zu versorgen, sie sind verantwortlich, dass der Hund noch vorher rauskommt, sie sind verantwortlich, dass die Weihnachtsgeschenke gekauft werden, sie sind verantwortlich, dran zu denken, dass die Tonne für den Altpapier raus muss, diese kopfmäßige Überlastung, die Frauen oft haben, liegt auch dran, weil Männer diese Verantwortung nicht übernehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir müssen lernen, dass eine Gesellschaft dann am stabilsten ist, wenn die Erwerbsarbeit auf viele Schultern verteilt ist und wenn die nicht bezahlte Arbeit auf viele Schultern verteilt ist. Und da sind wir noch richtig schlecht. Und da sind wir jetzt in Deutschland nochmal nicht einmal die Schlechtesten, sondern da gibt es natürlich auch noch Länder, die noch viel traditioneller sind, wo man das Gefühl hat, ein Kind im Kinderwagen zu schieben, dafür muss man ein XY-Chromosom haben, sonst funktioniert es nicht. Das müssen wir verändern. Gleiche Bedingungen fürs Verdienen, gleiche Bedingungen für die unbezahlte Arbeit. Und ich glaube, hier werden die Männer echt mal gefordert. Das hört sich nach einer Herausforderung für uns Männer an, auf jeden Fall. Und wie Sie sagen, für viele Gesellschaften, bis da ein Umdenken stattfindet vom sehr traditionellen Familienbild den Aufgaben im Familienbild, das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Aber da haben Sie ja spannende Ziele schon und Aufgaben tatsächlich für ab 2024 für die nächste EU-Gleichstellungsstrategie. Da wünschen wir Ihnen natürlich ganz viel Erfolg als CESI und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. Und vielen Dank für die Minuten heute für das Interview. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank und bleiben Sie gleichgestellt.